Hallo, heute möchte ich euch gerne die Dinge vorstellen, die ihr wirklich braucht, wenn ihr ein Baby erwartet. Denn ich bin auch unerwartet mit Mia schwanger geworden und habe mittlerweile zwei Kinder, also ein geplantes und ein ungeplantes. Und deswegen denke ich, kann ich schon einen Teil dazu sagen, was man wirklich braucht und was einfach total überflüssig ist. Wichtig ist, dass ihr wisst, dass das Ganze natürlich auf meinen Erfahrungen basiert und dass bestimmt der ein oder andere da draußen eine andere Meinung hat. Und was ich vorab noch sagen möchte, wir haben wieder grandioses Wetter draußen, sprich ich werde die ganze Zeit hell und dunkel. Ich hoffe, es stört nicht allzu doll. Ja, und dann würde ich sagen, fangen wir direkt mal an mit dem Video. Kommen wir dann erstmal zu der allerersten Frage, die im Raum steht, wenn man schwanger wird. Und das ist, ziehen wir um oder bleiben wir erstmal in unserer alten Wohnung? Wir mussten auf jeden Fall umziehen, denn wir haben in einer 39 Quadratmeter Wohnung gewohnt, beziehungsweise war das meine Single-Wohnung, wo Peter einfach mit drin war. Und das war natürlich unmöglich mit einem Baby, deswegen mussten wir umziehen. Und ihr stellt euch natürlich die Frage, mache ich das Ganze schwanger oder wenn das Baby da ist? Aber da ist es einfach egal, wann ihr es macht, denn ihr könnt, wenn ihr schwanger seid, nicht richtig mithelfen, weil ihr einfach nicht viel tragen könnt oder dürft, und auch giftige Dämpfe wie Lacke oder Farben dürft ihr nicht einatmen. Und wenn ihr später das Baby habt, möchte natürlich das Baby eure Aufmerksamkeit haben. Ihr müsst stillen, und auch ein Baby hat auf einer Baustelle, wo lackiert wird etc. pp. Nichts zu suchen. Also seid ihr in beiden Situationen keine große Hilfe, und deswegen ist es natürlich schwierig, dann erstmal umzuziehen. Aber ja, wenn es nicht ausbleibt, wir mussten auch dadurch. Dann ist natürlich die Frage, braucht ein Baby ein eigenes Kinderzimmer? Mia hat mit 2 Monaten schon in ihrem Zimmer geschlafen, aber nur aus dem Grund, weil wir eins hatten. Und als Leon geboren worden ist, hatten wir natürlich nur das einzige Zimmer. Wir haben ja jetzt die beiden Zimmer geteilt mit einer Wand, aber am Anfang hatten wir natürlich nur Mias Kinderzimmer. Und deswegen hat Leon auch ein halbes Jahr bei uns geschlafen, was uns auch die Kinderkrankenschwester im Krankenhaus ans Herz gelegt hat, dass es doch wichtig sei, das Baby auf jeden Fall ein halbes Jahr im Elternzimmer schlafen zu lassen, wegen dem plötzlichen Kindstod. Das war mir bei mir nicht so ganz so bewusst, und deswegen hat sie einfach schon mit 2 Monaten in ihrem eigenen Zimmer geschlafen und auch schon schnell durchgeschlafen. Deswegen ist es erstmal nicht zwingend, ein Kinderzimmer zu haben. Irgendwann, wenn die Kinder anfangen zu spielen, ist es natürlich schön, wenn man eins hat, aber es ist jetzt nicht zwingend notwendig, also könnt ihr auf jeden Fall das Baby auch erstmal bei euch im Schlafzimmer haben. Kommen wir zur Ausstattung, also zu den Möbeln, die ihr anschafft. Wenn ihr ein Kinderzimmer zur Verfügung habt, ist natürlich ein Kleiderschrank schön, ein Wickeltisch bzw. eine Wickelkommode und ein Kinderbett mit den Maßen 1,40 Meter. Und zwar könnt ihr das sehr, sehr lange benutzen. Mia hat zwar jetzt schon ein großes Bett, aber sie könnte eigentlich immer noch in dem Bett schlafen. Nur da schläft jetzt schon Leon drin, sprich wir haben für Leon gar nicht erst ein neues Bett gekauft. Was ich überhaupt nicht empfehlen kann, sind diese Beistellbettchen, die ihr ans Elternbett dran stellt, weil die sind maximal bis zum halben Jahr, und unsere Kinder waren von Anfang an sehr groß und Leon hat nach knappen 4 Monaten nicht mehr reingepasst, und ich finde, dafür ist es ganz schön teuer, und ich finde, es lohnt sich einfach nicht richtig. Also wenn ihr irgendwie die Möglichkeit habt, das 1,40 Meter Bett das 1,40 Meter Bett bei euch mit ins Elternschlafzimmer zu stellen, dann macht das doch einfach. Erst einmal gewöhnen sich die Babys schnell an ihr eigenes Bett. Natürlich ist es Luxus, das Baby einfach rüber zu ziehen und zu stillen und wieder wegzulegen. Aber mir hat es einfach nichts ausgemacht. Dann nach 3 Monaten war ich ja gezwungen, das Baby dann halt aus dem Bett rauszunehmen, zu stillen und dann wieder wegzulegen. Außerdem ist die Gefahr auch da nicht so groß, dass man auf dem Baby liegt und darauf einschläft oder so. Deswegen war ich immer ganz glücklich, wenn das Baby dann in dem großen Bett lag. Also da kann ich auf jeden Fall sagen, ich würde mir kein Beistellbettchen mehr anschaffen, wenn ich nochmal ein Baby bekommen würde. Ein weiteres Möbelstück, was ich sehr wichtig finde und wo wir auch bei mir erstmal einen Fehlkauf gemacht haben, ist ein Laufstall, den man am Anfang erst oben hat zum Liegen und später, wenn die Babys sich anfangen hochzuziehen, runterstellen kann. Und zwar hatten wir am Anfang einen viereckigen, sprich, das ist so einer, den man dann nur im Wohnzimmer benutzen kann, weil er einfach durch keine Tür durchpasst. Und bei Leon haben wir den dann verkauft und haben uns das Stockebett gekauft. Und zwar nicht das Mini, sondern das Midi, was man einfach auch hoch und runter stellen kann, was eigentlich ein Bett ist, aber wir haben ihn nutzen das halt einfach als Laufstall, weil es oval ist und durch jede Tür passt. Und Leon hat es halt immer sehr genossen, wenn wir gefrühstückt haben und er einfach am Familienleben teilnehmen konnte. Deswegen war uns, ja, das gefällt uns das sehr gut, und deswegen empfehle ich euch definitiv, wenn ihr den Platz dafür habt, einen Kleiderschrank, eine Wickelkommode, ein 1,40er Babybett und einen Laufstall.
Kommen wir zum nächsten Punkt und das ist die Kleidung. Liebe Leute, kauft keine 50er Größe und auch keine 56er bzw. 56er, aber nicht so viele Teile. Unsere Babys haben gar nicht in Größe 50 reingepasst und 56 vielleicht 2 Wochen. Und es ist so schade, wenn ihr tolle Klamotten kauft und die Babys einfach nicht reinpassen, weil sie einfach so schnell wachsen. Deswegen kauft euch ein paar Teile, ihr bekommt auch so viel geschenkt, dass es einfach ziemlich schade ist, wenn ihr das Ganze nicht anziehen könnt. Und kauft dann einfach schon ein bisschen was Größeres, weil die Kinder wachsen so schnell, dass ihr ja sowieso Kleidung braucht. Was auch auf jeden Fall wichtig ist, dass ihr die dementsprechende Kleidung zur Jahreszeit habt. Sprich, wenn euer Baby im Winter geboren ist, wie also unsere beiden Kinder, also Mia ist im März geboren und Leon im November, das sind beides Jahreszeiten, die jetzt nicht gerade ultra warm sind. Und da ist es natürlich wichtig, dass ihr euch darauf einstellt, dass ihr warme Kleidung habt, wenn das Baby aus dem Krankenhaus abgeholt wird und wenn ihr mal spazieren geht, dass ihr euer Baby schön warm einpacken könnt. Also solltet ihr dann auch nochmal auf die Jahreszeit achten, die ansteht und könnt euch dann daran richten, was ihr dann so braucht. Dann kommen wir zur Wickeltischorganisation bzw. zu der Babypflege, zu den Sachen, die ihr da benötigt. Natürlich braucht ihr Windeln, Waschlappen, Feuchttücher, Mullwindeln. Für die für die Nabelpflege, da müsst ihr euch keine Sorgen machen. Das bekommt ihr alles aus dem Krankenhaus mit, also macht euch da keinen Stress. Das wird euch da alles erklärt und so weiter und so fort. Also da müsst ihr euch wirklich gar keine Sorgen machen. Dann hatten wir immer ein Babyöl da zum Eincremen. Waschmittel haben wir am Anfang gar nicht benutzt, also das haben wir uns dann nachher irgendwann angeschafft. Also wir haben die Babys am Anfang nur mit Wasser gewaschen und auch erst dann, wenn der Nabel abgefallen ist. Dann hatten wir Q-Tips zur Pflege vom abgefallenen Nabel, dass man das alles schön sauber halten kann. Und was habe ich mir noch aufgeschrieben? Ach ja, genau, eine Wundschutzcreme und Carum-Cavi-Zäpfchen. Carum-Cavi-Zäpfchen sind gegen Koliken, genauso wie die Windsalbe, die hatten wir auch. Das solltet ihr euch aber vielleicht erst anschaffen, wenn ihr wisst, ob eure Babys überhaupt damit Probleme haben. Wir hatten das Ganze also noch da, als Leon geboren worden ist und der hatte genauso Probleme damit wie Mia auch und von daher war ich ganz froh, dass ich es von Anfang an zu Hause hatte. Ganz wichtig ist natürlich auch ein Fieberthermometer, dass ihr immer die Temperatur eures Babys kontrollieren könnt und wir haben auch von Anfang an Schnuller da gehabt, aber auch einen Schnuller bekommt ihr im Krankenhaus, also macht euch darum auch keine Sorgen. Ein weiteres großes Thema ist natürlich das Stillen. Da kann ich euch definitiv ans Herz legen, besorgt euch Stilloberteile und Stilltops, damit ihr das Ganze nur aufklappen müsst, um das Baby anzulegen. Ganz wichtig sind auch Stilleinlagen, die bekommt ihr aber auch erstmal im Krankenhaus. Ich war aber froh, dass ich das Ganze dann auch schon zu Hause hatte, obwohl ihr da auch was aus dem Krankenhaus mitnehmen könnt, aber ich fand es gut, dass ich das Ganze schon zu Hause hatte. Und die Mullwindeln, die ich gerade schon angesprochen habe, diese Tücher, die hatte ich auch immer dabei, weil die könnt ihr euch dann in das Oberteil stecken und wenn ihr das Baby dann anlegt, die Milch kommt am Anfang so unkontrolliert herausgeschossen, dass immer alles direkt nass ist oder das Baby verliert auch Milch oder spuckt Milch aus, dann ist immer direkt alles nass und so schützt ihr die Kleidung vom Baby und eure eigene Kleidung und da ihr ja später eh zum Bäuern ein Tuch braucht, klappt ihr das Ganze einfach über eure Schulter und könnt das Baby dann bäuern. Eine Milchpumpe hatte ich zum Beispiel bei Mia nicht direkt, bei Leon war ich aber sehr glücklich, dass ich sie schon hatte. Bei mir habe ich dann auch irgendwie erst ab dem 2. oder 3. Monat abgepumpt, dass auch Peter sie mal füttern konnte. Wir haben uns damals für die Flaschen von Mandela entschieden und auch für die Milchpumpe. Ich hatte eine Handmilchpumpe und die hat halt so einen Aufsatz. Die Flasche, da kommt die Milch genauso raus wie aus der Brust. Sprich, das Baby gewöhnt sich nicht daran, dass es ganz einfach an der Flasche geht und muss halt richtig arbeiten, wenn es wieder an der Brust trinkt und dann gibt es da halt nicht diesen Konflikt. Deswegen kann ich diese Flasche auch super empfehlen. Und bei Leon, wie gesagt, da hatte ich so, also weil ich ihn so oft angelegt habe, weil er halt so oft an die Brust wollte, hatte ich so viel Milch, dass ich einfach die ganze Zeit abgepumpt habe, weil meine Brüste sich angefühlt haben wie Beton. Und ich habe mir auch diese kleinen Tütchen gekauft, um direkt diese Milch einfrieren zu können. Ich glaube, das waren auch Tütchen von Mardela. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Aber das sind so Sachen, die ich mir für das Thema Stillen anschaffen würde, wenn ich nochmal ein Baby bekommen würde. Beziehungsweise habe ich die Sachen ja schon da. Aber das benutze ich dann, denke ich mal, auf jeden Fall und finde ich schon wichtig. Kommen wir zu Transportmitteln. Und zwar braucht ihr auf jeden Fall einen Maxi-Cosi. Ohne Maxi-Cosi werdet ihr nicht aus dem Krankenhaus entlassen. Das haben die immer zu uns gesagt. Wer hier ankommt, das Baby abholen will und hat kein Maxi-Cosi dabei, der darf nicht nach Hause gehen. Und ein Kinderwagen ist natürlich auch wichtig und da ist es total wurscht, was ihr für eine Marke nehmt. Das, was euch gefällt, was ich ganz interessant finde, ist, dass der Maxi-Cosi kompatibel mit dem Kinderwagen ist. Zwar dürfen die Kinder nur maximal 1 Stunde im Maxi-Cosi liegen, aber wenn ihr wirklich mal kurz in die Stadtfahrt was besorgen geht und das natürlich unter 1 Stunde bleibt, ist es schöner, wenn ihr das Baby direkt auf den Kinderwagen draufklicken könnt und es nicht wach machen müsst, um es umzulagern. Deswegen fand ich das immer schon recht praktisch.
Und ihr solltet euch vielleicht überlegen, ob ihr euch ein Tragetuch oder eine Trage, ich hatte die von Maduka, die Trage anschafft. Denn viele Babys mögen es, nach der Geburt viel getragen zu werden. Meine Kinder waren zwar nicht so, aber ich fand es auch mal hilfreich, wenn ich mal keine Lust auf den Kinderwagen hatte und wir mal in den Wald spazieren gegangen sind oder so, dass ich das Baby dann tragen konnte. Oder Peter, also das konnte man halt immer von der Größe her einstellen. Und ich muss sagen, ich würde mich immer wieder für den Maduka entscheiden, weil das Tragetuch war mir dann doch irgendwann zu kompliziert mit diesem Binden und Wickeln. Und dann war es nicht stramm genug und das Baby hing auf 7:30. Also da kann ich euch auf jeden Fall so eine Trage wie ein Maduka empfehlen. Also auf jeden Fall ein Kinderwagen, ein Maxi-Cosi und eventuell eine Trage, falls ihr Interesse daran habt. Kommen wir dann zum letzten Punkt und zwar die Wickeltasche. Eigentlich braucht ihr keine Wickeltasche, ihr könnt auch einfach jede x-beliebige andere Tasche nehmen, aber ich würde mich immer wieder für eine Wickeltasche entscheiden, denn die ist einfach ganz anders aufgebaut als eine normale Tasche. Notwendig ist das natürlich nicht, aber wenn ihr alles ordentlich haben möchtet und strukturiert und einfach auf alles auf einen Blick, ist natürlich eine Wickeltasche von Vorteil, weil es bestimmte Fächer gibt, wo ihr alles unterbringen könnt und es wie gesagt alles auf einen Blick habt. Aber falls ihr euch erstmal noch keine anschaffen wollt, müsst ihr das natürlich nicht. Das ist natürlich dann auch euch überlassen, wie ihr das Ganze macht. Ich hoffe, ich habe keinen Punkt vergessen. Natürlich habe ich jetzt nur die Sachen aufgezählt, die ihr wirklich unmittelbar nach der Entbindung braucht. Sachen wie Hochstühle, Stühle, die man an den Tisch befestigen kann, wenn die Kinder endlich sitzen können, Krabbeldecken etc. pp. Das kommt natürlich erst mit dem Alter und ihr könnt euch damit beschäftigen im Voraus und euch mit anderen Muttis austauschen, die ihr während der Schwangerschaft kennenlernt oder im Rückbildungskurs oder so. Und dann kommen natürlich, je älter ein Baby wird, Dinge dazu. Klar, heute kaufen wir auch noch Sachen, ne, das ist halt so, dass immer, dann kommt ein neuer Autositz und so weiter und so fort. Aber das sollte halt wirklich nur um die Tage oder die Wochen nach dem Krankenhaus gehen, was ihr da wirklich braucht, weil mich das damals so kirre gemacht hat. Ich habe mir auch unzählige YouTube-Videos angeguckt. Ich habe übrigens zu dem Zeitpunkt selber noch keine Videos gedreht und war sehr dankbar für jeden Tipp, dass ich kam mir einfach so unvorbereitet vor und hatte einfach Angst, dass mir irgendetwas fehlt. Und da haben mir solche Videos sehr geholfen. Und deswegen dachte ich mir, dass ich das auch mal abdrehe. Falls ihr übrigens Interesse an einem Video habt, wo ich euch erzähle, wie der Körper der Frau sich nach der Entbindung verändert oder wie das alles so sich zurückbildet, was sich nicht mehr zurückbildet und wie das Ganze so bei mir war. Falls euch das interessiert, dann schreibt mir das gerne mal in die Kommentare, weil wenn ich das jetzt auch noch mit in das Video gepackt hätte, hätte das einfach den Rahmen gesprengt. Und ja, falls ich auch noch irgendwas vergessen habe, das kann durchaus sein, weil es jetzt schon ein bisschen her ist, dass meine Babys frisch geboren waren. Ian ist ja jetzt schon 15 Monate und Mia wird im März 3 Jahre alt. Dann schreibt mir das auch unbedingt mal in die Kommentare, falls ich einen wichtigen Punkt vergessen habe. Dann Schande auf mein Haupt, entschuldige ich mich schon im Voraus dafür. Und ja, zum Schluss verlinke ich euch selbstverständlich noch 2 Videos, einen Vlog und ein weiteres Video, was vor kurzer Zeit online gegangen ist. Und ja, falls ihr Interesse an weiteren Alltagssachen von uns habt, dann schaut doch auch gerne mal bei Instagram vorbei, denn da werde ich jetzt öfter mal die Storytime-Funktion nutzen und werde auch irgendwann demnächst mal live gehen, um eure Fragen zu beantworten. Also falls ihr da irgendwie Interesse dran habt, dann schaut da auf jeden Fall mal vorbei. Und damit entlasse ich euch jetzt aus diesem Video, quatsche nicht mehr länger, wünsche euch einen wundervollen Tag und bis demnächst. Tschüss!